You're obvious. Do people treat you badly? Because of how you look? Are you kidding me? My face looks like a cautionary tale about the dangers of wild animals, and I'm even shorter than other Orlans my age. People just like to heckle me. Don't ever let them. Be proud of who you are. They're the ones who should feel shame. Ja, hi ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Pillars of Eternity, der zweiten Staffel. Jetzt nachdem Palegina und Hivarias mit ihrem Tratsch fertig sind. Also, Palegina fragt Hivarias: Hivarias, behandeln dich die Leute schlecht wegen deines Aussehens? Willst du mich auf den Arm nehmen? Mein Gesicht sieht aus wie ein abschreckendes Beispiel für die Gefährlichkeit wilder Tiere. Noch dazu bin ich kleiner als gleichaltrige Orlane. Die Leute bringen mich gerne in Verlegenheit. Palegina, lass das niemals zu. Sei stolz darauf, wer du bist. Sie sind diejenigen, die sich schämen sollten. So, wir sind allerdings immer noch in Altlied. Da geht's hinaus. Da ist Galloway's Schlund. In den Mittagsfrost wollen wir nicht. Zur Grabinsel können wir nicht, aber wir können uns hier noch umsehen. Wir haben noch wie viel Zeit? 3 Tage und 9 Stunden. Aber wir waren noch nicht fertig mit den beiden zu reden. Builder's wisdom to you. Hattest du Glück mit dem Drachen? Ich habe Fragen. Wir sagen dir, was wir können. Er blickt Onwin streng an. Ist das schon einmal geschehen? Noch nie. Oder unser Orden hätte schon lange begonnen, den Reißzähnen zu ähneln. Vielleicht gibt es einen Grund, dass das ausgerechnet jetzt geschehen ist. Sie blickt böse drein. Damit ich das verstehe. Du deutest an, dass in unserer Mitte irgendeine Missetat geschehen sei. Dass wir ein Verbrechen gegen unsere Göttin verübt hätten oder gegen einen anderen Gott. Und wir nun unsere gerechte Strafe erhalten hätten? Onwin, bitte, er legt eine Hand auf ihre Schulter. Sie schüttelt die Hand ab. Ich weiß nicht, warum diese Dinge geschehen, warum unsere eigene Muttergöttin zugelassen hat, dass unzählige ihrer Anhänger in den Flammen umkamen. Sie verengt ihre Augen und presst die Worte zwischen ihren Zähnen heraus. Und wenn du es hier herausfindest, dann lade ich dich ein, zurückzukommen und es uns zu sagen. Wie ist der Drache hier gelandet? Mit einem gewaltigen Flügelschlag oder einem feurigen Schrei. Wer weiß schon, warum diese Bestien kommen und gehen. Er ist hier, das ist alles, was zählt. Wenn du fragst, warum das geschehen ist, nur die Götter wissen es. Ich nehme an, es ist eine Glaubensprüfung, die Hela selbst uns auferlegt hat. Aber wer weiß das schon? Gut gesagt, unterbricht die Varians kichert. Die zwei haben ein wenig Whale in sich. Er atmet tief ein und grinst, als würde er von dem Geruch frischer Backwaren überströmt werden. Dies ist ein mystischer Spielplatz, wo unbekannte Gottheiten kontrolliert. Es gibt so viele andere Dinge, über die man sich den Kopf zerbrechen kann. Als warum und wie nun ja alles ist. Wann ist der Drache das erste Mal gesehen worden? Er blickt in den Himmel und denkt nach. Es war vor mehreren Wochen. Die Kreatur verdunkelte den Himmel wie eine Gewitterwolke und schoss urplötzlich auf uns herab. Es gab keine Vorwarnung. Kannst du mir doch was über den Drachen sagen? Sie öffnet den Mund, ein schiefes Grinsen im Gesicht, überlegte sich dann aber offenbar besser und sagt nichts. Nach einer Pause sagt sie nichts. Wir wünschen, wir könnten dir mehr sagen, aber genau wie die übrigen treuen Anhänger Hylelas liefen wir um unser Leben und wir hatten mehr Glück als die meisten. Das ist alles, was ich über den Drachen wissen wollte. Auch die Sprache ist unserer Göttin heilig. Möchtest du noch über etwas anderes sprechen? Ich möchte gerne mehr über Hela erfahren. She's the goddess of song, art, the sky and maternity. She's gentle and brilliant, speaking to her followers in dreams, inspiration and birdsong. It is said that she wears a cloak adorned with a feather from every bird known to Kith or Wilder and that she manifests in the flocks themselves. Kaswats Gesicht erhält sich. Nun, sie ist die Göttin des Gesangs, der Kunst, des Himmels und der Mutterschaft. Sie ist sanft und klug, sie spricht zu ihren Anhängern durch Träume, durch Inspiration, durch Vogelgesang. Es heißt, sie trage einen Mantel, der mit einer Feder von ihm gestanden und den wilden, bekannten Vogel verziert ist. Und dass sie sich selbst in den Vogelscharen manifestierte. Aye, and in the screams of childbearing, which I can assure you is not so beauteous a thing.
Ja, bei den Schreien der Geburt, die, das kann ich dir versichern, kein solch schönes Erlebnis sind. This is true, which is why midwives are widely considered clergy of Helia, as are many artists and poets. In any case, those of us who follow her feel closest to her splendor in a place where we might share light, song, and a view of the blessed sky. Kaswat nickt langsam, das ist wahr, und deshalb werden Hebammen gemeinhin als Priester Hyelas angesehen, genau wie viele Künstler und Dichter. Wie dem auch sei, wer ihr folgt, fühlt sich in ihrem Glanz am nächsten an einem Ort, an dem wir Licht, Gesang und den gesegneten Himmel miteinander teilen können. Dann auf Wiedersehen. I'm here. Gut, hier haben wir nur Krieger, Beschützer und einen Stufenaufstieg für Hivarias. Überleben ist mal wichtig. Bonuszauber oder Wildschlag? Das Wissen der Drühen über die Mächte der Natur ist ihm oder ihr beim Gestandwandel zusätzlich Brandschaden, Zersetzung, Frost oder Schockschaden zuzufügen. Ja, ist ganz nett. Ein Stufe 4 Bonuszauber ist allerdings netter. Dieser Bezirk war einst einer der lebendigsten. So, da würde es zur Nordlandschaft und zum Tempel von Hyela hochgehen, aber da wollen wir nicht hin. Oh, hier wurden Leute mal gestreckt. Wir hatten schon lange keine solche Vision mehr. Ich weiß nicht, ob ich mich beim nächsten Ruf der Natur noch selbst finden werde, wenn es noch kälter wird. Der über den gefrorenen See hängende Frost entzieht der Luft alle Wärme. Ja, das ist der Mittagsfrost. Oh, warum ist das Ding hier unten? So ist besser. Okay. Aber wahrscheinlich, weil mein Mauszeiger da war. Aber ja, den Mittagsfrost wollen wir erstmal nicht. So, hier sind ein paar Stammesangehörige. Das Eis wächst weiter wie giftiger Schimmel auf einem Baum. Ja, und das sollten wir vielleicht dieses Mal verhindern. Okay, wir können einfach so auf die Grabesinseln übersetzen. Ich glaube, das war nicht so beabsichtigt. Weil ich eigentlich noch gar nicht auf die Grabesinsel wollte. Ich habe aber eigentlich gedacht, dass ich dann mit dem Fährmann rede. Tagebuch wurde aktualisiert. Ich habe die Küste der Grabesinsel erreicht. Irgendwo auf der Insel bietet der Hof der Büßer einen Weg nach Brave Ehrmann und nach Sonne in Schatten. Ja, die Grabesinsel ist allerdings verdeckt. Da wollen wir also noch nicht hin. Ich hätte eigentlich erwartet, dass wir zuerst mit dem Fährmann sprechen müssen. What brings you here? Ein dünner, zerlumpter Mann wartet stehend auf dem Kahn, auf das Ruder gestützt. Er lächelt dir einen Gruß zu, der seine faltigen Gesichtszüge jünger aussehen lässt. Es ist lange her, dass ein Fremder zur Grabesinsel übergesetzt werden wollte. Was ist die Grabesinsel? Es ist ein heiliger Ort, denn sie sitzt auf dem größten Werk der Bauer. Dort wurden von uns Ahnen all unsere Anamphats zur Ruhe gebettet. Nur wenige besuchen die Insel je, meine Freundin. Sie ist kein Ort, an dem die Lebenden wandeln. Ist es gefährlich? Drovan nickt ernst. Wen ich auf die Insel bringe, der kehrt auf demselben Weg zurück oder gar nicht. Sie ist Heimat nur für die Toten, Geister, Schatten. Der Erbauer bleiben zurück und wachen über die Anamphata. Sie sind an die Insel gebunden und beschützen sie erbittert. Bring mich hinüber. Du
Dova neigt den Kopf zustimmend. Das werde ich. Sei auf der Hut, dass du nicht umfällst. Diese Gewässer sind launisch. Da sind wir gleich wieder drüben. Warum gibt es diesen extra Knopf mit der Fähre, wenn ich so übersetzen kann, indem ich mit ihm rede? Dorval begrüßt dich mit demselben stillen Lächeln. Hast du getan, wofür du gekommen bist? Ich bin bereit, nach Altli zurückzukehren. Dann komm, ich bring uns zurück. Wie viele Stunden hat uns das jetzt extra gekostet? So, do you have feathers everywhere? It's Josie. You know, does your tiara match your tail feathers? We're about to find out if your viscera match your fur. Forget I said anything. I rather value my viscera. Oh, yeah. Hivarias ist Hivarias. Fragt, also hast du überall Federn, darauf Paligina Ekossi, also wie bitte, oder Entschuldigung. Es ist nur, passt dein Kopfschmuck zu deinen Schwanzfedern? Und Paligina, wir werden bald herausfinden, ob deine Eingeweide zu deinem Fell passen. Und Hivarias, vergiss alles, was ich gesagt habe. Meine Eingeweide sind mir ziemlich wichtig. Also ja, den Mittagsfrost brauchen wir erstmal nicht. Niemand, den ich erfreuen kann, keine Massen, die ich inspirieren kann. Keine Küsse von pelzigen Jungfrauen, die das Feuer meines Gesangs schüren. Okay, was ist mit dir los? Builder's wisdom to you. Sei gegrüßt, Estramur. Zwitschert der Olianer seine Stimme in ein Singsang. Ich bin als Telem bekannt, Sänger von Altli. Ich hoffe, du genießt die Schönheit dieses heiligen Ortes. Was kannst du mir über diesen Ort sagen? Altlied ist eine heilige Stätte. Viele der bedeutendsten Werke der Bau befinden sich hier, beispielsweise Gelowins Rachen, Hyelas Tempel und Rümgrads Tempel, auch als Mittagsfrost bekannt. Er mustert dich lächeln von oben bis unten. Man sieht in Altlied nicht oft Besucher. Ich weiß nicht, was dich hergeführt hat, aber du solltest dankbar für das Privileg sein, diesen Ort mit deinen eigenen Augen zu sehen. Bist du der örtliche Barde? Ich singe, um die Besucher von Altlied zu erfreuen, aber es kommt kaum mehr jemand. Der kalte Wind aus dem Tempel Rümgans vertreibt die Leute. Nun singe ich, aber niemand lauscht mir mehr. Meine Musik ist ohne Zweck. Aber ich kenne eine Lösung. Ich weiß, wie ich meine Lieder warm und leidenschaftlich machen kann, als Mittel gegen Rümgrans unnachgiebige Kälte. Der Orlaner lächelt und streckt seine Hand mit einer greifenden Geste aus. Ich brauche nur einige seltene Singvögel. Ich könnte sie essen und ihre musikalische Energie aufnehmen. Mit solch musikalischer Macht in meiner Seele könnte ich ein Lied singen, das die fröhlichen Massen wieder anlocken würde. Ich helfe dir, die Vögel zu finden. Du willst die Singvögel essen? Ich glaube nicht, dass das wirklich funktioniert. Der Orleaner starrt dich völlig perplex an, bevor er die Augen verdreht und beginnt, dich zu belehren. Wenn man die Muskeln von Tieren isst, wird man stärker, oder nicht? Und wenn man grüne Pflanzen isst, nimmt man dann nicht den ihren Gestank an, selbst in dem Wasser, das man ausscheidet, okay. Er lächelt zufrieden mit seiner Argumentation. Genau wie man nicht schwitzen kann, wenn man ausgetrocknet ist, kann ich ohne genährte Seele nicht singen. Das sind ganz einfache Grundlagen, haben dir deine Eltern denn nichts über den Nahrungskreislauf beigebracht. Bitte erspar mir deine Logik, ich helfe dir. Dems Augen weinen sich vor Entzückung. Wunderbar, er ruft und klatscht in die Hände. Damit mein Gesang vollkommen fehlerfrei ist, brauche ich ein Tier, einen Vogel, der in Zwingsum häufig zu finden ist, auf hohen Baumnestern. Einige werden aber auch als Haustier gehalten. Außerdem brauche ich einen Scherbenflügel. Scherbenflügel nisten am liebsten in Abra-Formationen ihrer natürlichen Tarnung wegen. Ach, und vor allen Dingen, wenn ich die hohen Töne treffen will, brauche ich einen Wolkensinger. Diese kleinen Zwitscherer findet man nur auf den höchsten Berggipfeln. Vielen Dank, Estrabo. Bring mir die Vögel, da singe ich wie Hyela selbst. Hilfe. Das Nest über den Wolken.
Eine Gefahr hat sich in Hyas Tempel eingenistet und ihre Gläubigen vertrieben. Ich habe die Aufgabe erhalten, diese Gefahr zu bannen. In den Bergen über Zwillingsräumen ist etwas Dunkles in den Hyela-Tempel heim. Man hat mich gebeten, diesem Schrecken ein Ende zu bereiten. Hohepriester Kasfat und Priesterin Onwen haben mir von dem Drachen berichtet und vorgeschlagen, ich sollte Hyela selbst um Rat bitten. Möglicherweise kann ich in Tir Evron im Bezirk Umkak mit der Göttin Zwiesprache halten. Ja. Und Gesang der Wildnis. Delim, der Sänger von Altlied, sucht nach seltenen Singvögeln. Er glaubt, indem er diese exotischen Vögel verspeist, könnte er ihr musikalisches Wesen absorbieren. Er hofft, dass ihn dies dazu befähigt, ein solch wunderbares Lied zu komponieren, dass der kalte Wind verschwindet, der sich über Altlied gelegt hat.